Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Kingdom Hearts 2. Ja, nachdem wir die 12. Session nun also beendet haben, jage ich direkt die 13. gleich hinterher. Also ich war schon wieder in Aufnahmemarathon, wie ihr hört. Und, ja, wir werden jetzt erstmal nach Atlantica gehen. Eine komplett optionale Welt. Ich weiß, ich hatte euch versprochen, dass wir mit Twilight Town fortsetzen werden. Das werden wir auch tun. Platz unten im Meer. Bevor wir das aber tun werden, will ich erstmal Atlantica so weit wie möglich beenden. Bevor wir uns nämlich nach Twilight Town begeben. Denkt dran, ihr müsst den Rhythmus richtig spüren. Beim Musical mitmachen? Ich bin unmusikalisch. Ja, naja. Ist nicht ganz richtig eigentlich. Also selber Musik machen kann ich mir nicht vorstellen, aber Musik hören tue ich doch trotzdem ganz gerne. Sicher, ich probiere es mal. Kapitel 1. Schwimmen durchs Meer. Auf geht's. Na dann wollen wir mal. Eine musikalische Herausforderung. Du bekommst eine Note für jede exzellente Bewertung. Drücke X, wenn die Leiste beinahe ganz gefüllt ist, um eine exzellente Bewertung zu bekommen. Gute und schlechte Ausführung bringt keine Noten ein. Mit jeder schlechten Ausführung verlierst du eine Note. Auch das noch. Drücke die Starttaste während des Liedes, um abzubrechen. Okay, dann gucken wir mal. Yay! Fängt schon mal gut an. Lasst euch vom Rhythmus mitreißen, ja! Jetzt kommst du, die Musik spielt dazu. Tanz, tanz, tanz. Ich werde übrigens ruhig sein dabei. Das war doch spitze! Schwimm durchs Meer mit uns, kreuz und quer. Komm, spiel mit uns, lass es nicht schwer. Flossen, tanzen hin und her. Und jetzt beziehen wir die Kulisse mit ein. Diese Muschel zu erreichen, es geht nur klopf, klopf, klopf. So muss es sein! Schwimm durch Meer mit uns, kreuz und quer. Und spiel mit uns, das ist nicht schwer. Los mit Tanzen hin und her. Ist mal was weiter weg, nutz Magie. Auf Bern und Mörbel gezielt wunderbar. Bang, bang. Ich hab doch so, gedrückt, bitte. Mensch! Scheiße! Oh, Mensch! Drück zu spät, glaube ich. Jetzt aber, jetzt hab ich's wieder. Scheiße. Da kommt noch mehr. Gib alles, Freunde. Schwimm durchs Meer mit uns, kreuz und quer. Komm, spiel mit uns, das ist nicht schwer. Die Flossen tanzen hin und her. Und was machen wir mit den ganzen Blasen? Klick sie an, schnell zerplatzen sie dann. Blub, 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 blub. Na, packst du den nächsten Teil auf? Schwimm durchs Meer mit uns, kreuz und quer. Komm, spiel mit uns, das ist nicht schwer. Die Flossen tanzen hin und her. Gib dem Trommel das Zeichen, damit dein Einsatz stimmt. Jawohl, ihr gebt die Einsätze an. Schwimm durchs Meer mit uns, kreuz und quer. Komm, spiel mit uns, das ist nicht schwer. Die Flossen tanzen hin und her. Es gilt, lass sie aus der Schale fallen. Spuck in die Hände, bald kommst du zum Ende. Ihr schlagt ja ganz schöne Wellen. Einfach wunderbar. Schwimm durchs Meer mit uns, kreuz und quer. Komm, spiel mit uns, das ist nicht schwer. Die Flossen tanzen hin und her. Komm und sei doch auch mit dabei. Du schwimmst im Meer und wirst nicht nass. Musik und Wasser, das macht Spaß. Ja, das war der erste Teil. Sehr schön. Sora, du warst echt toll. Hey, ich mach dir Meerstufe zittern. Eure Majestät, wir haben Besuch. König Triton? Ich hoffe, es ist nicht wieder etwas geschehen, das eurer Hilfe und des Schlüsselschwerts bedarf. Nein, alles in Ordnung. Kein Herzloser, weit und breit. Unsere Gäste wollen auch beim Musical mitmachen. Na, das ist doch eine hervorragende Idee.
Wir brauchen vielleicht doch eure Hilfe. Ich fürchte, meine kleine Arielle ist noch immer in die Welt der Menschen verliebt. Zeitintensives Proben lenkt sie vielleicht davon ab, ständig an das Leben an der Oberfläche zu denken. Glaub mir, Mädel, von einem Leben an der Oberfläche hast du nichts. Komm und sei doch auch mit dabei. Du schwimmst im Meer und wirst nicht nass. Musik und Wasser, das macht Spaß. Das ist die Stimme, die ich gehört habe. Kein Zweifel. Hallo? Wo versteckst du dich? Ich weiß, du bist das Mädchen, das mich gerettet hat. Bitte, zeig dich, damit ich mich bedanken kann. Ariel? Das Mädchen verhält sich wieder so komisch. Wahrscheinlich war sie mal wieder oben. Oh, König Triton wird mir meine Scheren stützen. Komm, wir müssen weiter proben. Tut mir leid, aber mir ist nicht danach. Aber Ariel! Ich hab da eine Idee, Sebastian. Ach ja? Ich weiß, wie wir Ariel aufmuntern. Los, kommt mit! Ich darf auch noch mal was sagen, ja? Das ist aber sehr großzügig. Hier drüben! Seht! Oh nein, das muss aus der Menschenwelt stammen. Ich habe es nach dem Sturm gefunden. Ich wette, das stammt von einem Schiffswrack. Glaubt ihr nicht auch, dass Ariel das gefallen wird? Aber wenn König Triton das herausfindet... Allemal besser, als ständig an der Oberfläche zu sein. Kommt, helft mir, sie zu tragen. Keine Chance. Du benötigst die Magnetmagie, um die Statue zu bewegen. Toll. Es wurde eine neue Episode hinzu. Werden wir da jetzt jedes Mal rausgeschmissen? Ach Gott. Also jetzt ein ähnliches Phänomen wie bei 100 Morgenwald und ich schneide das nicht raus. Ich lasse das alles so drin. Musical, ja. Und das Musical geht das jetzt bloß leider nicht. Ich hoffe, wir haben jetzt die Magie. Wollt ihr die Statue bewegen? Die Statue bewegen, probieren wir es. Kapitel 2, in ihrer Welt. Auch das noch. Jetzt wird das noch mit Musik vermischt, oder wie? Ariel! Komm doch bitte mit uns, Ariel. Wir müssen dir unbedingt was zeigen. Ist eine ziemlich hübsche Statue, was? Ein Prinz? Ja. Sebastian schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen. Sebastian? Ey. Ich verwechsel die Charaktere bei Ariel. Ich habe Ariel nicht so oft geguckt. Fast gar nicht eigentlich. Erzähle 5 oder mehr exzellente Bewertungen am Stück. Den Rest könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr das wollt. Einfach die Pausentaste drücken. Ich werde jetzt weitermachen. 5 müssen wir schaffen. Na, dann wollen wir mal. Siehst du den Kram? Gar nicht so schlecht. Scheiße. Und meine Sammlung ist garantiert echt. Findest du nicht, Ariel? Mit Dreieck auch noch. Ach du Scheiße.
Doppelte 2 haben wir schon mal. Ich bin wieder ein bisschen ruhiger. Nichts übersteigt mein geheimes Revier. Doch fragt sich noch Ariel, doch, ob sie alles hat. Ich hab Schnickschnack in Hülle und Fülle. Ich hab Krimskrams und Krempel und Rollo. Wissen wir Dingsbose? Ich hab viele. Doch so viel hätte ich anderswo. Tanzen, dort geh ich auch mal zu. Wie sagt man das? Oh, Fuß. Oben zu sein, wo ich am Land, oben im Licht der Sonne am Strand, werde ich frei, endlich dabei in geschafft. Yay! Wir haben die Vorgabe fast um das Dreifache erfüllt. Geil, finde ich gut. Ariel, also wir helfen dir gern, weißt du? Oh nein, mach das nicht noch schlimmer. Das sagt der Richtige. Ja, du wolltest dir und Vater alles erzählen. Oh, was soll ich denn machen? Du bist spät dran, Sebastian. Doch, Sebastian. Stimmt etwas nicht? Oh, nein, alles bestens, Eure Majestät. Das ist gut. Also, sag mir, wie geht es mit dem Lied für das Musical voran? Es ist fertig, Euer Majestät. Das ging schnell. Es ist ein Loblied auf all die wunderbaren Dinge des Ozeans. Es wird mein bestes Werk überhaupt. Wird es Ariel davon ablenken, immerzu an die Welt der Menschen zu denken? Ja, nun, anzunehmen, eventuell. Ich meine absoluten, auf jeden Fall. Verzeiht, Euer Majestät, aber ich muss mich den Proben widmen, wenn ihr erlaubt. Sagte er und schwamm in schnellster Geschwindigkeit davon. Das ist ja furchtbar. Wir müssen etwas unternehmen. So kann sie in dem Musical nicht auftreten. Ich übernehme ihren Gesangspart. Nichts da, keine Chance. Was? Wieso denn nicht? Da kommt Sebastian. Nein, er erscheint. Entschuldigung. Das funktioniert auf keinen Fall. Was ist denn los? Ich habe das perfekte Lied für das Musical komponiert. Aber ich befürchte es, dass es für euch zu kompliziert sein könnte. Ach komm schon, wie schwer kann das schon sein? Oh. Ah, ah. So. Na, was benötigen wir jetzt? Um an dem Musical teilzunehmen, muss deine Drive-Leiste 5 oder mehr Einheiten aufweisen. Haben wir doch. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Wir haben doch 5 Einheiten. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben doch 5 Einheiten. Maximal. Blöd nur, dass wir es hier nicht gerade sehen können. Jetzt müssen wir erstmal einen kleinen roten Krebs suchen, da. Bravo! Jetzt werden wir das Musical mit Leichtigkeit aufführen können. Mit der Aufführung beginnen. Nur zu. Finde ich ein bisschen blöd, dass man gleich wieder rausgekickt wird. Kapitel 3. Unten im Meer. Schon wieder? Hatten wir das nicht schon? Ich bin verwirrt.